Hallo und herzlich willkommen zu Typisch Deutsch. Mein heutiger Gast ist, er hört es nicht gern, aber in seiner Bescheidenheit, da muss er durch, ein Held des deutschen Fernsehens. Er ist Miterfinder der ältesten und beliebtesten Kindersendung, eine Institution, die Sendung mit der Maus. Herzlich willkommen, Armin Maywald. Hallo. Seit 40 Jahren klärt er die wirklich wichtigen Fragen des Lebens. Wie kommen die Streifen in die Zahnpasta? Warum ist die Banane krumm? Wozu ist der Himmel blau? Das finden Kinder spannend, aber auch Erwachsene bilden sich hier weiter. Mit Armin Maywald spreche ich über Kinderfernsehen, Kriegstraumata und Krach. Über das Leben in Deutschland mit diesen Themen. Versierter Erzähler. Armin Maywald ist neugierig und macht aus ganz alltäglichen Dingen spannende Fernsehgeschichten. Verdrängte Bilder. Viele, die als Kinder den Zweiten Weltkrieg erlebten, leiden heute unter ihren Erinnerungen. Unser Studiogast gehört zur Generation der Kriegskinder. Und verordnete Toleranz. Wo Kinder spielen, wird's auch mal laut. Ein neues Gesetz erschwert nun die Klagen gegen Kinderlärm. Das alles und noch viel mehr heute bei Typisch Deutsch. Ja, und alle meine Freunde beneiden mich, weil ich heute mit Ihnen reden darf. Schön, dass Sie da sind, Armin Maywald. Ja, gerne. Sie erklären Kindern, wie die Welt funktioniert. Jetzt mal ganz ehrlich, irgendwann wird das auch langweilig, oder? Nee, weil wenn da Fragen kommen von den Kindern, das meiste davon weiß ich ja selber nicht. Und so lerne ich eigentlich bei jedem Stück immer was Neues dazu. Ich bin ja also weder ein Ingenieur, noch ein Mediziner, noch ein Physiker oder Chemiker oder sonst irgendwas. Und wenn da eine Frage kommt, warum ist der Himmel blau, dann ist das eine spannende Frage, auf die man eine ordentliche Antwort suchen muss. Oder wozu ist Erdöl da, was da dran so wichtig oder sowas? Oder was macht die Kopfschmerztablette, warum, woher weiß die, dass die in den Kopf soll, wo ich die doch erst in den Magen schlucke? Interessante Frage. Ja, natürlich, es sind meistens Fragen, auf die eigentlich nur das sprichwörtliche Kind kommen kann. Erwachsene würden sich nie trauen, sowas noch zu fragen. Aber Kinder, die tun das. Ganz spontan und ganz prima. Ist das eine typisch deutsche Sendung? Ich weiß es nicht. Es könnte sein. Also es ist ein Exportartikel, ne? Die Sendung mit der Maus kennt man in der ganzen Welt. Also Teile davon werden also exportiert. In Japan weiß ich zum Beispiel läuft's und aber wo genau es überall läuft, das weiß am besten die Redaktion, weil ich bin ja kein Mitarbeiter des Westdeutschen Rundfunks. Ich bin ja freiwillig, freier Produzent. Aber dieses auf den Grund gehen, ist das? Was Deutsches, dieses gründliche Nachfragen. Wahrscheinlich ja. Einfach das Durchhalten und einfach graben bis auf den Grund. Und das ist eben auch bei unseren Sachen das Schwierigste am Anfang. Die Recherche, wir recherchieren so lange, bis es wehtut. Also wir machen keine oberflächlichen Sachen. Es passieren trotzdem manchmal Fehler und zu denen stehen wir dann auch, die korrigieren wir dann auch. Aber wir versuchen, so sauber und so genau wie möglich zu recherchieren, so lange bis der Arzt kommt, so lange bis es wehtut. Und das ist aber nur der erste Teil der Wahrheit, da draußen dann aus den Fakten eine Geschichte zu machen, das ist dann manchmal das Schwierigere, weil die Fakten sind ja einfach knochentrocken und hart. Wie macht man daraus dann eine Geschichte? Da sitzt man dann da, quetscht die grauen Gehirnzellen aus und sagt, ja, wie erzähle ich es meinem Kind? Also Sie verbinden deutsche Ingenieurskunst mit deutscher Erzählkunst, sowas wie Daimler und Goethe trifft sich bei der Maus. Wunderbar. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht den Namen Daimler Goethe oder sowas tragen. Nein, aber das ist schon, vielleicht ist das ganz gar nicht so verkehrt zu sagen, also Ingenieurkunst mit Erzählkunst zu verbinden. Ja, versuchen wir. Ja, Sie kriegen jede Woche 1.000 bis 2.000 Anfragen. Wie entscheiden Sie, was jetzt zum Film wird? Die Anfragen, die kommen im Maus-Zuschauer-Postbüro an. Und natürlich wiederholen sich viele Fragen. Ne? Aber die haben natürlich auch schon ein bisschen Geschick da drin, die interessanten Fragen schnell rauszukitzeln. Und die schwierigen davon kriege ich dann immer auf den Tisch. Also ich bin ja nicht der alleinige Sachgeschichtenmacher. Christoph macht ja auch Sachgeschichten und der Ralf jetzt auch in der neuen Zeit. Aber die schwierigen kriege ich dann immer irgendwie hingedrückt und sage, nun mach mal. Und das ist dann mitunter eben schon ein Angang. Also wie bei der Kopfschmerztablette oder einmal die Anfrage, was macht eigentlich Vitamin C in meinem Körper? Hat wahrscheinlich irgendein Kind auf so einer Flasche gelesen, angereichert mit Vitamin C. Gut für Kinder oder irgend sowas. Und dann gefragt zu Hause, Mama oder Papa, was macht denn eigentlich das Vitamin C in meinem Körper? Wussten die natürlich, also kriegten wir es auf den Tisch. Und das war eine Geschichte, die hat wirklich 3 Jahre Vorbereitung gedauert. Damals gab es für sowas eigentlich nur 2 Experten. Einer saß in Johannesburg in Südafrika und einer in Tübingen. Und wir haben uns natürlich für den in Tübingen entschieden, was passiert da.
Und dann habe ich ein ganzes Jahr lang eine Doktorandin durchbezahlt, die nichts gemacht hat als Proben. Weil wenn sie im Fernsehen Jagd darstellen, oder sind die Makrophagen auf die eine Seite und die Bakterien auf die andere Seite, damit man sehen kann, die bewegen sich aufeinander zu oder sowas. Das hat ewig gedauert und das musste dann natürlich unter dem Mikroskop gefilmt werden. Das Mikroskop musste dann auf Körpertemperatur angeheizt werden. Der Blutstropfen, das Präparat musste mit Sauerstoff, mit Nährmittel, Flüssigkeit, bla bla bla, mit allem Möglichen versorgt werden. Und dann musste eben auch das Vitamin C auslaufen und dann wurden die Makrophagen schlaff, hingen dann so im Sessel rum und machten gar nichts mehr. Und dann war wichtig rauszukriegen, wie viel neue Vitamin C-Gabe muss man dazu führen, dass sie dann sich nicht überfressen und dann auch wieder nichts tun, sondern dann wieder einfach lebendig werden, so wie wenn ein Auto frisch tankt und so, ja. Und dann wieder Jagd auf die Bakterien machen. Also richtige Forschung. Ja, das war ein mordsmäßiger Angang, bis wir das alles hingekriegt haben. Als wir es dann soweit hatten, unter dem Mikroskop, da hat es dann nur noch eine Woche gedauert. Und auch das war dann noch schwierig, wir konnten es nur über Fotos machen. Weil es war immer Blut von mir, ne? Immer ein Blutstropfen von mir. Aber einmal funktionierte das in 8 Stunden, einmal in 4 Stunden, einmal in 16 Stunden, das war nicht vorauszusagen. Und dann haben wir es also mit Serienfotografie gemacht, so Riesenfotodingern, und die mussten wir dann nachher noch wie Zeichentrickfilm animieren, um dann überhaupt so eine Bewegung einfach darstellen zu können. Wir danken an dieser Stelle auch mal dem deutschen Gebührenzahler, der sowas ermöglicht, dass man 3 Jahre ja, lang am Vitamin klar, C forschen natürlich nicht kann. Alleine an dem Film, sondern das klar, ist dann aber so. Diesen Luxus muss man erstmal haben. Ne? Ja, das ist. Wir haben immer so 10 bis 20 Filme parallel in Arbeit und dann wird an einem anderen weitergearbeitet, bis da dann also das nächste Ergebnis kommt. Gibt es irgendeine Sache, die Sie bis heute nicht kapiert haben? Ja, wir sind natürlich auch gescheitert, klar. Das spektakulärste Scheitern war die Geschichte mit der Blumenuhr. Blumenuhr? Ja, Carl von Linné, alter Wissenschaftler an der Universität in Uppsala, der hat mal rausgefunden vor, ich sag mal, 200 Jahren, 150, 200 Jahren, dass bestimmte Blumen zu einer bestimmten Uhrzeit ihre Blüten öffnen und zu einer bestimmten Uhrzeit ihre Blüten schließen. Fanden wir unglaublich spannend, haben wir gesagt, müssen wir mal ausprobieren. Haben wir so eine riesen Uhr uns besorgt, eine Gärtnerei angerufen und gesagt, könnt ihr uns die Pflanzen, die der beschrieben hat, besorgen? Ja, klar, war irgendwo in der Gegend von Hamburg. Und dann haben wir dann zu jeder Uhrzeit einen Blumentopf, diese Pflanzen rund um die Uhr gesetzt. Und weil das nachts um 12 schon losgehen sollte, also ein Rhythmus von 24 Stunden, haben wir Zelt daneben aufgebaut, im 3-Schichten-Betrieb übernachtet und sowas, im Wecker. Und man ahnt es? Es ist nichts passiert. Ich hatte die zweite Schicht, der erste Schicht, hat nichts passiert. Ich sage, ja, keine Panik, wir probieren mal. Und dann nach 24 Stunden ist überhaupt nichts passiert. Dann sind wir nach Hause gekommen und dann haben mich dem Redakteur gesagt, du, ja. April, war nichts. Haben gesagt, okay, dann erzählen wir die Geschichte unseres Scheiterns. Das haben wir auch gemacht. Haben gesagt, was wir alles getan haben, was nicht funktioniert hat. Und haben dann am Schluss den Satz gesagt, also wenn einer von euch klugen Zuschauern weiß, woran wir gescheitert sind, lasst uns nicht dumm sterben. Dann kam natürlich auch jede Menge Briefe und Anrufe und Zeug. Und die sagten dann, ja, ihr seid doch Blödmänner. Die Blumen müssen sich an ihren Standort gewöhnen. Das könnt ihr nicht in Blumenböcken machen. Also nächstes Jahr. Nee, genau. Wir sind in der Gärtnerei in der Nähe von uns gegangen. Und da könnt ihr uns die ein Jahr pflanzen und pflegen, klar. Haben wir wieder die Uhr besorgt. Nächstes Jahr nur Regen. Es hat überhaupt nichts geklappt. Wir gesagt, können wir es noch ein Jahr stehen lassen? Ja, klar, stören uns nicht. Und bis heute? Drittes Jahr, ja. Null. Alles klar. Irgendwann haben wir da in Uppsala angerufen und haben gesagt, ja, wir haben das auch schon mal probiert. Bei uns hat es auch nicht geklappt. Wer zwischen 1927 und 1945 geboren ist, wie Armin Maywald, musste als Kind die Schrecken des Zweiten Weltkriegs erleben. Tod, Bomben, Hunger, Flucht, Zerstörung. Viele aus dieser Generation der Kriegskinder werden heute von ihren alten Ängsten eingeholt. Du Schmidt-Holstein war 7 Jahre alt, als ihr Vater starb. 1942 ist er im Krieg gefallen. Wie ein Viertel aller Kinder in Deutschland ist sie nach dem Krieg ohne Vater aufgewachsen. Ein Kriegskind mit traumatischen Erlebnissen wie den nächtlichen Bombenangriffen. Ich hatte furchtbare Angst. Es war die schlimmste Angst, die ich je in meinem Leben hatte. Forscher gehen davon aus, dass bis zu 12% der Kriegskinder heute unter ihren Ängsten von damals leiden. Im Alter kehren die Bilder wieder, die zeitlebens verdrängt wurden. Erst war das Überleben, danach der Aufbau eines eigenen Lebens, einer eigenen Familie wichtiger. Dort brechen dann nicht selten Konflikte zwischen den Generationen auf.
Und schließlich, dass in den Familien in 80% absolutes Schweigen ist über die Vergangenheit. Es wird nicht darüber geredet und in 20% sind die Kinder ständig überschüttet worden. Von den Ängsten, den Schrecken der Eltern laufen davon. Du Schmidt-Holstein schreibt in einer Familienchronik und überwindet so ihr Trauma. Doch viele bleiben mit ihren Ängsten allein. Herr Maywald, Sie gehören zu dieser Generation der Kriegskinder. Ist das bei Ihnen auch so? Holt Sie das immer noch mal wieder ein? Im Normalfall nicht. Im Normalfall hat man das irgendwie im Sumpf des Vergessens gut geparkt. Es hat mich eingeholt, als ich die Geschichte gemacht habe, wo eben im Trailer schon was, die Nachkriegsmaus. War das Bewältigungsfernsehen? Also das war eine Idee, die von der Redaktion ausging. Ich von mir aus hätte das nie angestoßen. Und der Anlass war, dass meine Tochter dann zu der Zeit gerade 6 Jahre alt war. Und der damalige Redakteur, dieser Säcki, sagte dann, wie war das denn, als du 6 Jahre alt warst? Und es war halt 1946. Und dann musste ich halt das aufdröseln, wie wir damals gelebt haben. Was gab es zu essen, wie haben wir gewohnt und so weiter und so weiter. Und daraus habe ich einen Film gemacht. Und dann war ich natürlich eben auch wieder an den Orten meiner evakuierten Kindheit und das war zum Teil dann schon heavy. Dann stand ich auf der Treppe, wo ich als Kind gestanden habe und wo meine Mutter erschossen werden sollte. Das kam dann im Moment wieder hoch, aber dann ist auch gut gewesen, glaube ich. Ich wollte den Film dann auch nicht fertig machen, aber er hat mich dann da durchgeprügelt durch den Film. Verstehen Kinder das? Ja, wir haben es so gemacht, dass es verständlich wurde, weil wir es auf Dinge reduziert haben, über die Kinder reden. Was haben wir angezogen? Was haben wir gegessen? Wie haben wir gewohnt? Wie haben wir gelebt? Und wie war es in der Schule? Wie war es in der Schule? Solche Sachen, eben Schulspeisung, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, das haben wir also dann dargestellt. Und insofern, aber ich sag mal, diese emotionale Tiefe, die das bei Ihnen hat, kann man natürlich nicht so richtig vermitteln, oder? Hat Ihre Tochter das verstanden? Ich glaube, sie hat, ja. Sie hat. Und wir haben auf diesen Film haben wir wahnsinnig viele Reaktionen gekriegt. Und dann war das sogar mal so, dass irgendwie in Köln so ein Filmfestival waren, die wollten es im Kino machen. Da habe ich gesagt, mach das nicht. Also zu Hause mit den Eltern geht das noch, aber in dem Kinosaal unmöglich. Die ließen sich aber nicht davon abbringen und haben mich dann auch eingeladen. Und dann habe ich gesagt, also ich gehe da jetzt nicht rein, sondern wenn das Licht aus ist, dann setze ich mich hinten auf die letzte Stufe in den Gang. Und dann wurde es plötzlich mucksmäuschenstill. Und das waren alles so Ende Kindergarten, Anfang, erstes, zweites Schuljahr Kinder. Ich dachte, um Gottes Willen, das kann nicht funktionieren. Und dann musste ich mich zwischendurch zwicken, weil ich dachte, das kann nicht wahr sein, wie aufmerksam die denn da den ganzen Geschichten gefolgt sind. Und am Schluss hatten sie mich dann gebeten, ob ich dann vielleicht noch zu ein paar Fragen antworten könnte. Da habe ich gesagt, klar, mache ich. Und dann hatten die 10 Minuten dafür vorgesehen und dann wurden da 1,5 Stunden draus mit immer wieder Detailfragen zu einzelnen Dingen. Und die mussten das dann nur mit sanfter Gewalt abbrechen, weil der nächste Kinovorführung anfing. Also da merkte man, ja, das hat bei denen schon was bewirkt. Die haben es auch begriffen. Das merkte man auch an den Fragen, die dann zusätzlich gestellt haben. Das war also schon, also das, glaube ich, hat gewirkt. Das hat was getan bei den Kindern. Sie haben ja immer mit Kindern zu tun, die sind auch immer um sie rum. Geht ihnen Kinderlärm eigentlich manchmal auf die Nerven, wenn die mal nicht mucksmäuschenstill sind? Weil wann sind Kinder denn schon mal mucksmäuschenstill? Naja, bei ihren Filmen. Ja, also bei so einem Kinoerlebnis, ja. Nee, ich sag mal, der Lärm gehört eigentlich zu Kindern dazu, wie der Bewegungsdrang, das ist irgendwie ganz normal. Und ich weiß nicht, bei uns gab es ja in Deutschland irgendwie so jetzt ein Urteil, dass Kindergarten... Kommen wir jetzt, das ist genau also der meine, Punkt. Da fasst man sich doch an den Kopf. Ach, dafür finden wir immer einen Grund. Meine Damen und Herren, wer in Nachbarschaft zu einem Spielplatz oder einem Kindergarten wohnt hier in Deutschland, der sollte tatsächlich wissen, hier kann es laut werden. Bis vor kurzem jedoch klagten genervte Anwohner häufiger juristisch gegen Kinderlärm. Ein neues Gesetz erschwert nun den Gang vor Gericht. Krach machen sie und manchmal sind sie sich sogar selbst zu laut. Immerhin den Geräuschpegel eines Flugzeugs können sie erreichen. Die Kita Milchzahn in Berlin musste deswegen umziehen. Rausgeklagt wurde sie aus ihrer alten Bleibe. Künftig wird es schwerer, gegen Kinderlärm vorzugehen. Toleranz wird nun verordnet. Mein Gefühl dazu ist gespalten. Einerseits freue ich mich, dass es tatsächlich Gesetz geworden ist, weil es den Rücken der Kitas stärkt. Auf der anderen Seite finde ich es traurig, dass es so weit kommen musste.
dass man das per Gesetz regeln muss, dass Kinder Krach machen dürfen. Einstimmig änderte der Bundestag im Mai das Immissionsschutzgesetz. Kindergeschrei gilt nun nicht mehr als schädlich und wird künftig nicht mehr gleichgesetzt mit Bau- oder Autolärm. Es geht eben darum, Kinder in ihrem Kindsein zu tolerieren, zu respektieren, ja zu mögen, zu lieben, zu wollen. Und das muss sich eben auch in Gesetz und Recht ausdrücken. Der Ruf ist laut nach mehr Kindern in unserer Gesellschaft und mehr Kitas. Doch Renate Kühl und ihre Kindergruppe hören immer wieder, bitte nicht hier. Sie ist skeptisch, dass da ein Gesetz helfen kann. Ich muss immer gucken, ist es sozial akzeptiert? Sind die Kinder zu laut? Sind sie zu wild? Ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich frei bewegen kann mit einer Gruppe von Kindern. Jugendliche über 14 Jahren profitieren nicht von der aktuellen Gesetzesänderung. Auch ans Baurecht muss der Gesetzgeber noch ran. Denn bislang dürfen Kitas in reinen Wohngebieten nur in Ausnahmefällen gebaut werden. Armin Maywald, Sie haben mal gesagt, Deutschland ist ein kinderfeindliches Land. Ist das schlimmer geworden in den letzten Jahren? Ich glaube ja. Ich denke, das hängt damit zusammen, dass unsere Gesellschaft immer älter wird und die Nerven der älteren Leute eben nicht mehr so robust sind wie bei den jüngeren Leuten. Also das Verhältnis von Kindern und Älteren. Ja, obwohl es weniger Kinder gibt. Ja. Ne? Also direkt neben unserem Haus ist auch ein Kindergarten. Natürlich machen die Lärm, aber das ist normal. Fehlt irgendwas, wenn die gerade Ferien machen. Denken wir, was ist denn los? Heute ist ja so ruhig. Früher war, als wir Kinder waren, wir haben doch rumgetobt, geschrien, gemacht, getan, hat sich kein Mensch darüber aufgeregt. Da käme niemand auf die Idee zu sagen, seid mal ruhig. Auf der anderen Seite waren wir an manchen Ecken aber auch disziplinierter. Vielleicht ist das die Frage, um die es eigentlich geht. Gab es bei Ihnen Mittagsruhe früher? Ja, das gab's. Also in meiner Kindheit gab es das auch noch zwischen 1 und 3. Zwischen 1 und 3 war irgendwie Schicht im Schacht. Unausgesprochen, aber man hielt sich dran. Das gab es bei Ihnen auch. Und das gibt es heute ja nicht mehr, sowas. Ne? Ich weiß es nicht. Es gibt immer noch so eine Mittagszeit, glaube ich, in der man irgendwie nicht bohren oder sowas darf. Aber hält sich keiner dran. Ja, hier in Berlin jedenfalls nicht. Ja. Sie sind ein kinderlieber Mensch, das muss man wahrscheinlich auch sein in Ihrem Beruf. Sie sind ohne Vater aufgewachsen. Ja. Hängt das zusammen? Nö. Wollen Sie diesen Kindern besonders guter Vater sein, erklären? Nein. So weit würden Sie nicht rumpsychologisieren? Nee, würde ich gar nicht sagen. Ja. Also ich meine, dass ich ohne Vater groß geworden bin, das war einfach für unsere Generation, war das in vielen Fällen normal. Ne? Also meine Mutter war die sogenannte alleinerziehende Mutter, was ja heute immer zum großen Thema gemacht wird. Die hatte auch keinen Beruf gelernt, war so die sogenannte Tochter aus gutem Haus oder so. Konnte ein bisschen Klavier spielen und das war's. Und die hat uns Kinder ohne irgendwas durchgebracht, mit einer ordentlichen Ausbildung. Und die hat das irgendwie geschafft. Das ist eine Riesenleistung. Und es hat mir nur leid getan, dass die also relativ früh verstorben ist, also schon mit 56 Jahren. Und ich konnte sie im Alter, also das hätte ich gerne gemacht, ihr gesagt, Mama, hier hast du mal ein Tausender, mach mal Urlaub. Die hat nie in ihrem Leben Urlaub gemacht. Ne? Ein einziges Mal, so kurz vor ihrem Tod, ein paar Tage Ferien. Aber das war eine Wahnsinnsfrau. Und die war nie schlecht gelaunt. Und die hat uns super großgezogen. Und möglicherweise alle meine bohrenden Fragen, die ich als Kind hatte, immer ordentlich beantwortet. Vielleicht habe ich dadurch auch das Gefühl, dass Fragen einfach was Normales ist für Kinder. Und dass Antworten eben auch möglich sind. Und wenn man sich Mühe gibt, dass man eben auch relativ komplizierte Dinge anschaulich darstellen kann. Also vielleicht habe ich das meiner Mutter zu verdanken. Sind Sie in ärmlichen Verhältnissen groß geworden? Ja. Bei uns wurde jeder Pfennig nicht nur 3-mal, sondern 10-mal umgedreht. Und das war auch der Grund, weswegen meine Mutter zu mir gesagt hat, Junge, werd doch Lehrer, dann hast du einen ordentlichen Beruf und sicheres Gehalt. Und meine Mutter genau das Gleiche. Beamter war ganz wichtig. Genau. Ne? Ja, und dass ich also irgendwie in Theater oder Fernsehen oder sonst Künstler kommen. Oh. Mutter nimmt, Leute nehmen die Wäsche von der Straße, die Künstler kommen. Das ist so wie fast, darf man heute auch nicht mehr sagen, wie Sinti und Roma. Ja. Egal. Und nur ihr zuliebe habe ich dann außer Theaterwissenschaft im Hauptfach, habe ich dann noch Germanistik und Philosophie studiert. Dann hätte ich im Ernstfall noch Lehramt machen können. Das war nie mein Wunsch. Und dann ist meine Mutter ja auch ganz kurz danach gestorben und da musste ich das also gar nicht mehr machen. Haben Sie damals als Junge immer von einer Eisenbahn geträumt oder hatten Sie eine? Nee, ich hatte natürlich keine. Also zu dem Zeitpunkt, als ich Kind war, hatte man sowas nicht. Also dann später, ich glaube so mit 10, hat ein Onkel mir mal so einen Rundkurs geschenkt. Ja. Und danach aber eigentlich nicht mehr. Ich war dann von dem Bacillus geheilt. Bis ich irgendwann mal so in der Weihnachtszeit bei so einem Schaufenster mit der Nase an so ein Ding und da
Es stand also ein relativ schöner Zug. Und das hat meine Frau mitgekriegt. Und die hat mir dann zu Weihnachten irgendwie so eine Packung geschenkt. Und so ging das los. Und so ging das los. Also dazu, seit 30 Jahren bauen Sie an Ihrer Modelleisenbahn. Wir haben da so ein paar Bilder aus den Tiefen. Wo steht das bei Ihnen, im Keller oder in der Garage? Nee, eine Etage unter der Etage, wo wir wohnen. Ah, verstehe. Es sieht nicht mehr aus wie eine Modelleisenbahn. Das sieht schon ein bisschen größer aus. Ja, das ist so ein ganzer Raum, der ist so eine Rundumanlage und im Laufe von 30 Jahren ist das alles irgendwie zusammengebaut worden. Ist das der Adler? Nee, der Adler ist viel älter. Das ist 38er oder P10 ist das, glaube ich. Und, haben Sie eine Stadt konkret nachgebaut oder ist so von allem was? Also ich bin mit der S-Bahn mal durchs Ruhrgebiet gefahren, habe typische Gebäude aus der Zeit so um 1920 oder Gründerzeit, was davor lag, fotografiert. Und dann aus mehreren Bildern dann irgendwie was Neues zusammengebaut. Also zeittypische Details mir zusammengesucht und daraus was Neues gebaut. Wird man damit jemals fertig? Nö. Das ist eine Dauerbaustelle? Ja. Im Moment mache ich gerade Generalrevision. Da ist so ein Schattenbahnhof drunter, sind die Züge immer verschwunden und kamen nicht mehr zum Vorschein. Musste ich alles wieder abbauen und nochmal nach unten nachgucken. Aber ich hoffe, das haut jetzt irgendwie wieder hin. Und das haben Sie alles selber gemacht und verkabelt und geklebt und gelötet und durchgeprüft, elektrisch und so. Und viel dabei gelernt. Also man ist dann noch handwerklich einigermaßen geschickt. Können Sie ganz kurz erklären, was da in Ihrem Kopf falsch verdrahtet ist? Nein, das ist ja ein tolles Ding. Aber da gehört ja schon gewisser Irrsinn gehört dazu, oder? Natürlich. Also es ist der ganz normale alltägliche Wahnsinn auf einer anderen Ebene. Ja. Aber es ist irgendwas, was man zu jeder Zeit tun kann. Ich kann ja nie in einen Verein gehen durch diese unregelmäßigen Arbeitszeiten, die wir haben. Und das kann man also dann mal machen, wenn mal gerade 2 Stunden Zeit sind oder auch nicht. Oder man lässt es liegen, da wartet keiner auf einen. Und insofern ist das eigentlich so ein merkwürdiges Hobby, was man auch alleine herstellen kann. Deswegen dauert es auch 30 Jahre. Und man muss schon bekloppt sein, ist ja klar. Können Sie beziffern, wie viel Geld Sie da drin haben? Andere kaufen sich dann ein Auto von. Ja, oder zwei. Ja. Ein kleineres wäre da schon durchaus drin, ja. Ja. Ich finde das toll. Hat das was Beruhigendes? Also auch so eine sichere Welt, so Flucht? Ja, klar. Also ich meine, eine Flucht eigentlich nicht, aber wenn Sie versuchen, da irgendwie eine Schaltung zusammenzulöten, dann müssen Sie sich so sehr darauf konzentrieren, dass Sie den Ärger des Alltags darüber vergessen. Dann sind Sie so sehr da drin, dass sagen, das muss jetzt irgendwie, wo habe ich den Fehler gemacht? Und wir haben jetzt unser typisch Deutschspiel vergessen vor lauter Modelleisenbahn. Das war's schon wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben gesprochen mit Armin Maywald über die Maus, über Mangel und über Modelleisenbahn. Nächste Woche sind wir wieder für Sie da. Und wenn Sie es so lange nicht aushalten, dann klicken Sie sich einfach durch unser Gästearchiv im Internet. Ihnen alles Gute. Bis dahin. Tschüss.